Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Hearthstone. Ja, es ist ein neuer Monat, der Dezember, und wir haben folgenden Rang erreicht. Gut gelaunter Gast. Das ist der letzte Rang, bevor wir richtig in das entscheidende Spiel reinkommen. Ja, und ein neues Deck haben wir natürlich auch. Mal sehen, was wir hier überhaupt bekommen haben am Ende des Monats. Leider haben wir, ich glaube, nicht alle 5 Siege in einem Monat geschafft. Also ich meine jetzt richtige Siege, weil wir haben ja hauptsächlich Schlachtfeld gespielt. Und deswegen gibt es nichts. Wir haben 4 von 5 Spieler geschafft, soweit ich weiß. Ja. Und wieder eine Wartung, und zwar diesmal am 4. Dezember, das ist der Mittwoch, glaube ich, ja, steht er da, Gott, einfach mal lesen. Genau, zwischen 3 und 5, da zocke ich sowieso nicht, da schlafe ich, weil, ja, nächsten Tag dann wieder arbeiten. Sind denn jetzt die Pakete hier verfügbar? Immer noch nicht, ab Dezember. Dezember ist doch schon längst, oder? Und der Shop ist auch geschlossen, das heißt, der wird jetzt überarbeitet. Und ja, die Quest haben wir gerade gesehen, aber ich gucke trotzdem nochmal rein. Es hat sich nichts geändert. Hat immer noch keiner weitergemacht. Dann spielen wir mal unser neues Deck. Das nagelneue Deck, was wir uns erstellt haben in der letzten Folge. Und zwar der Jäger. Der heißt einfach nur Rexa, weil irgendwie ist mir nichts anderes eingefallen. Naja. Vielleicht schafft er das ja auch, wenn er nur Rexa heißt. Jo, das ist seltsam. Wartezeit 11 Sekunden bis 1 Minute. Zeit in Warteschlange 16, 17, 18 Sekunden. Was? Wird ja immer besser. Aber wir haben trotzdem einen Gegner gefunden. Das ist schon mal gut. Und zwar ist es die Jaina. Mal sehen. So, die Karten. Hier, Questkarte haben wir gleich am Anfang. Die werden wir auch gleich ausspielen. Ein zufälliges Wild hier. Der kostet 3. Der ist zu teuer. Und Kampfschrei. Entdeckt eine Karte, die 4 kostet. Die können wir gleich drin lassen. Er hat nämlich einen schönen Kampfschrei. Und wir bräuchten aber noch was für die zweite Runde. Aber nee, da haben wir ja die Heldenfähigkeit. Dann geht es ja. Gut, als erste kommt eine Quest und wir müssen bloß 20 Diener herbeirufen. Und das, denke ich mal, kriegen wir aber hin. Da haben wir die Quest und mehr ist nicht drin. Also, ja, weiter. Weiter. Gut. Soweit so gut. Sie ist jetzt ein bisschen verunsichert, weil ich habe ja nichts wirklich viel gemacht. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt erwartet. Den werde ich noch nicht ausspielen, erst wenn ich andere Wildtiere draußen habe. Und deswegen erstmal die Heldenfähigkeit. Muss erstmal genügen, weil sollte ich den jetzt ausspielen, wird er sofort rausgeholt wieder aus dem Spiel. Und dann habe ich von denen nichts gehabt. Am besten hier eben mit Spott. Der muss angegriffen werden. Und dann profitiert der nämlich durch den Spottdiener. Okay, genau das machen wir jetzt auch. Erstmal den Spottdiener raus. Der hat 4 Leben. Das ist gut. Somit haben wir wenigstens eine Sicherheit, dass der nicht gleich sofort drauf geht. Dann können wir den nämlich nicht auch noch spielen. So. Bevor er stirbt, dann profitiert er davon. Gut. Ja, oder so, sowas geht auch. Ist aber auch ein Wildtier, also, ne, so ist es nicht. Dann können wir nämlich das genauso. Alles klar, dann spielen wir den jetzt aus. Es ist immer noch ein Wildtier, damit werden wir ihn jetzt beseitigen. Wir haben noch 2. Dann können wir die Münze spielen. Er hier ist auch ein Wildtier. Und er ist auch ein Wildtier. Entdeckt sogar eine Karte, die 4 kostet. Und
Genau das machen wir jetzt auch so. So, er hat Eifer, hat aber nur ein Leben. Stellt zu Beginn eines Zuges bei diesem Diener zwei Leben wieder her. Okay, Kampfschreier, zieht ein Elementar aus eurem Deck. Wir haben kein Elementar im Deck, glaube ich. Ja, nehmen wir den. Das war's, ja. Der macht schön viel Schaden, aber da müssen wir schon Spott haben. Oder der spielt jetzt den aus, dann können wir den Eifer, den Eifer-Effekt, können wir den nutzen, wenn er jetzt ihn ausspielt. Jetzt kriegen wir mal zwei drei Damage und na gut, werden wir trotzdem hinbekommen. Alles klar. Sie hat vier Leben. Er hier kann mit fünf angreifen. Es ist leider kein Wildtier, deswegen profitiert die Hyäne davon nicht. Aber so schlimm ist es ja auch nicht. Den werden wir trotzdem nutzen. Die haben wir gerade gekriegt, also Attacke. So, und der Rest greift nach oben an, würde ich sagen, weil andere Möglichkeiten gibt es hier nicht. Na gut, die Möglichkeit nicht anzugreifen gibt es ja auch noch. Naja. Ja, so, den werden wir gleich beseitigen. Wir haben ja diese Zauberkarte, die uns erlaubt, 5 Schaden zu verursachen, weil normalerweise nur 3. Aber wir haben ja ein Wildtier auf dem Feld und deswegen können wir sogar 5 Schaden verursachen. Erhaltet ein zufälliges Wildtier, Geheimnis und eine zufällige Waffe der Jägerklasse auf die Hand. Machen wir. Solange es nicht aus unserem Deck gezogen wird. Guck mal, da haben wir den nochmal. Geheimnis und was haben wir hier? Die Waffe. Alles klar. Können wir aber jetzt noch nicht ausspielen, deswegen greifen wir nur noch an und beenden dann die Runde bzw. den Zug. Ja, also bis jetzt ist jetzt schon ein gar nicht so schlechtes Deck. Wir haben gar nicht so viele Diener ausgespielt. Und unsere Diener, die wir am Anfang ausgespielt haben, die leben auch noch und ja, viel Schaden haben wir auch verursacht. So. Deswegen ist ja. Würde ich sagen, es ist ein ordentliches Deck. Mal sehen, was der nächste Gegner dazu sagt. Der geht jetzt auf direkten Angriff, ne? Also der versucht hier nicht meine Diener zu beseitigen, er geht direkt auf Angriff. Jetzt hat er mich auf 15 runter und ja, wir holen jetzt erstmal. Also machen wir das nächste. Am besten hätte ich, nee, am liebsten hätte ich jetzt eine, na. Ein Spottdiener, der uns ein bisschen verteidigen kann, der wird jetzt geopfert. Dann wird er noch ein wenig stärker. Dann können wir noch ja, Ansturm, ja, kann man machen, alles klar. Machen wir so. Ansturm ist ja genau direkt auf den. Dann kriegt er nämlich auch noch Ansturm. Dann kriegen nämlich alle Diener Ansturm, die jetzt ausgespielt werden, solange das Nashorn da auf dem Feld ist. Ich kann sogar den richtigen Namen rauskriegen und zwar heißt er Tundran. Ne, Tundra-Nashorn. Alles klar. Gut, jetzt wissen wir es. Es ist doch ein Nashorn. Logisch, das ist ein Nashorn, er hat ein Horn auf der Nase. Na, sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Naja. Heißen die nicht Kodos? Also in Warcraft 3 hießen die Kodos, soweit ich weiß. Kriegen sie erstmal alle einen Damage und jetzt, ja, weiter passiert nichts, weil weiter kann er nicht machen. Wir werden es einfach beenden. Zwar haben wir die Quest damit nicht erfüllt, leider, aber wir haben gewonnen. Fängt schon mal gut an, der Dezember, finde, ja, finde ich. Wütendes Huhn, alles klar, jetzt sind wir endlich da, wo wir hin wollten. Wütendes Huhn ist nämlich da, wo wir, glaube ich, sogar wählen können. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob wir da 3 Sterne haben müssen jetzt oder nicht. Mal sehen. Und wenn wir soweit sind, dann wird uns jetzt sowieso nochmal alles erklärt. Genau, Rang 25. Jetzt haben wir Glückwunsch. Ihr gehört jetzt zu den. Was? Veteran. Ah, Scheiße, kann man nicht sehen. Egal. Aber hier erwartet euch schwierige Gegner. Genau das habe ich gemeint. Ab 25. Veteranen, so, gut, Hammert. Schwierige Gegner, alles klar. Die Truhe wird geöffnet. Mal sehen, was drin ist. Oh, jede Menge kleine Päckchen, aber ich glaube, so viel ist nicht drin. Na gut, doch.
zwei so eine Packung, dann haben wir hier noch zwei Packungen, hier zwei Packungen, hier zwei Packungen und hier auch nochmal zwei Packungen. Das macht insgesamt, lass mir mal kurz rechnen. Okay, 10 Packungen. Die würde ich sagen, öffnen wir gleich, oder? Vielleicht ist da so gute Karten drin, dass wir das Deck gleich nochmal überarbeiten. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Mal sehen. Wir öffnen jetzt alle Packungen. Jeder einzelne. Und dann werde ich euch noch ein bisschen zuquatschen zu den einzelnen Karten. Es tut mir leid, zuquatschen ist das falsche Wort. Ich würde eher sagen, ich werde euch Informatives darüber erzählen. Obwohl die Karten, die kennen wir ja schon, die meisten. Es ist eine gute Karte. Aber die kann erst zum Schluss gespielt werden, dadurch, dass sie 10 kostet. Ne? Es ist aber eine Spotkarte. Ne? Immerhin. Ich habe eine seltene Dünenformer. Erhaltet einen zufälligen Magierdiener auf die Hand. Das ist nämlich eine Magierkarte, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Und Magier haben ja immer Zauber. Immer. Kampfschrei ruft eine Schrecke. Die kennen wir auch schon. Ich glaube, die haben wir sogar drin. Nee. Aber die haben wir in der letzten Packung mit rausgeholt. Hier haben wir Wiederkehr. Wiederkehr ist immer gut, weil die Karte, die wird nicht sofort zerstört. Hat 2 Angriff, wenn er verletzt ist. Ja, na gut. Verletzt heißt jetzt nur, wenn er einen Schaden erlitten hat, dann hat er auch nur ein Leben. Hat dafür aber 3 Angriff. Ja, okay. Kann man, weiß ich nicht. Würde ich aber nicht machen. Und hier haben wir Druide. Es ist ein Zauber. Entdeckt eine Karte aus mit, mit wählt aus. So, genau. Es gibt ja bei den Druiden viele Karten, wo man sie aussuchen kann, was man auswählt. Ne? Dann verwandelt er sich gleich als Kampfschrei. Druide, ruft 2 Treants, 2-2 herbei. Oder Treants. Also, bei Warcraft 3 in der deutschen Version haben sie Treants gesagt. Also wenn du versucht hast, einen Baum irgendwo hinzupflanzen und das ging nicht, dann hatten sie gesagt, Treants können hier nicht wurzeln. Also sage ich Treants. Auch wenn das, denke ich mal, kein deutsches Wort sein soll. In dem Spiel haben sie das so gesagt, wurde das so gesagt. So, herbei, wenn ihr einen Zauber auf die Hand habt, der mindestens 5 kostet. Mindestens 5. Das bedeutet, also ein richtig starker Zauber muss man drauf haben. Sonst ruft sie keine Treants herbei. Okay, Kampfschrei. Verursacht 6 Schaden, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert. 6 Schaden. Ja, Magier haben sowieso Geheimnisse. Puh, Geheimnisse. Böse Geheimnisse. Nein, entdeckt eine Karte mit... Ach, hat man schon. Die hat man eben, genau. Lebensentzug und Wiederkehr. Lebensentzug finde ich gut. Finde ich besser als diese Heilungskarten. Weil der Diener, der kann öfter angreifen. Den kann man wieder heilen. Und dann kann er mal weitermachen. Und wenn man nur den gegnerischen Helden angreift, dann nimmt er ja nicht mal mehr Schaden. Das bedeutet, man kann sich seinen Helden, seinen eigenen Helden, ewig und immer wieder heilen, solange der Diener auf dem Feld ist und angreifen kann. So, Combo erhält plus 2 Angriff. Ja, über Combo habe ich auch schon mal was erzählt, wo ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin. Das müsste ich nochmal ausprobieren, ob ich da richtig liege oder nicht. Vielleicht wisst ihr das ja besser. Einfach in die Kommentare. Dafür müsste man aber andere Videos von mir auch gucken. Ne? Also nicht nur das. So, Hexenmeister. Was habe ich immer gesagt? Hexenmagier? Weiß ich jetzt nicht genau. Weil bei Diablo, da heißen die auch, glaube ich, Hexenmagier oder so, ne? Und hier heißt der Hexenmeister. Ich bin mir auch nicht sicher. Beschwört ein Wichtel. Wird aufgewertet. Genau. Aufgewertet heißt, jede Runde erhöht sich das. Das heißt, in der nächsten Runde, wo die Karte auf der Hand ist, beschwört 2 Wichtel und immer so weiter, ne? Dritte Runde, vierte Runde und so weiter. Alles klar. Weiter. Spottzauberschaden. Ich weiß nicht. Hier haben wir eine epische Karte, das ist für einen Schurke ein Zauber. Vernichtet ein Diener, erhält auf eurer Hand einen Bonuseffekt. Was ist ein Bonuseffekt? Nochmal episch.
Oh, hier ist ein richtig gutes Kartenpaket. Ruft einen Diener aus dem Deck jedes Spielers herbei und lässt sie kämpfen. Zufälliger Diener, da ist ja so ja, Glücksspiel, ne? Eigentlich. Gut, hier haben wir Kampfschrei. Zieht eine Karte, wenn euer Zauberschaden erhöht ist. Okay, das ist hier eher so Zauberschadenmäßig alles. Profitiert alles nur mit Zauberschaden. So, Kampfschrei macht einen befreundeten Murloc giftig. Das ist gut, wenn man mit Murlocs spielt. Nur Murlocs geht auch. Also, geht wirklich. Und man kommt auch weit damit, ne? Wenn man nur Murlocs auf Hand hat. Beziehungsweise wenn man sich hauptsächlich auf Murlocs spezialisiert. Das bedeutet nicht, dass man nur Murlocs auf der Hand haben muss. Oder im Deck haben muss, sondern auch Karten, die die Murlocs unterstützen. Hier haben wir nochmal Hexenmeister, Übeldenker. Hier so eine Lakaienkarte, die wird auch immer sehr gerne gespielt von jedem Einzelnen. Zwillingszauber bedeutet, dass der zweimal ausspielbar ist, oder? Ruft ein Wai. Was? Waiwen? Waiwern? Naja, 5-5 herbei mit Eifer. Jäger, also es ist schon wieder eine Jägerkarte. Die packen wir uns dann mal irgendwann rein. Am besten gleich, ne? Packen wir uns rein und dann gucken wir mal, was die überhaupt drauf hat in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil in dieser Folge, denke ich mal, werden wir hier auch keine Spiele mehr anfangen. Hier haben wir einen Elementar, nur Elementar, der hat, kostet 2, hat 2 Angriff und 3 Leben. Für alle Klassen. Also wenn man sich auf Elementar spezialisiert. Hier haben wir nochmal Druide, auch ein Zwillingszauber. Verleiht euren Dienern 1-1. Ja, gut. Nächste Packung und zwingt den Diener, einen anderen zufälligen Diener anzugreifen. Oh, das ist ja ein riesen Durcheinander und dann greifen die sich sogar gegenseitig an, obwohl die befreundete Diener sind. Fügt den verletzten Diener 4 Schaden zu. Ist okay. Ist so richtig gut, dafür, dass die nur 1 kostet, ne? Verletzen geht schnell und dennoch 4 Schaden hinterher. Ist gut. Fügt den feindlichen Helden 2 Schaden zu, nachdem ein befreundeter Diener gestorben ist. Aha, und das immer wieder, ja. Das ist auch gut. Ich glaube, ich sollte mal öfter den Hexenmeister spielen. Überwältigen, zieh 2 Karten. Überwältigen bedeutet, wenn der angreift und überlebt, glaube ich, irgendwie so war das. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Hier haben wir nochmal epische Karte. Abstieg in den Wahnsinn. Für den Priester. Zerstört 3 eurer Manas-Kristalle, verleiht allen Dienern in eurem Deck 2-2. Der ist gut. Der ist nicht schlecht. Echt nicht. So, nächste. Bevor wir gar nicht mehr schaffen hier in der Folge. Aber wenn wir überziehen, ist auch nicht so schlimm. Dann lade ich eben eine Folge hoch, die etwas länger geht. Haben wir schon öfter gemacht und ich glaube sogar nur gemacht. Überwältigen. Verleiht einem Diener auf eurer Hand 2-2. Gut. Also einfach die Waffe. Und wenn man angreift damit und die Waffe hält, die überlebt ja sowieso. Dann ist es doch was anderes. Naja, hier haben wir noch was Seltenes. Noch eine. Nochmal Priester. Er hat Spott. Kostet 12. 12 ist zu viel. Da kann man gar nicht ausspielen. Oder kostet ein weniger für jeden Zauber, den ihr in diesem Spiel gewirkt habt. Das hört sich realistisch an. Also viele Zauber ausspielen. Der Priester kann das sowieso. Der ist ja auch so mit Zauber. Hier haben wir die nochmal. Also Hexenme für einen Hexenmeister, ne? Und den haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Nee, haben wir nicht. Er hat Überwältigen. Da hören wir das schon wieder. Überwältigen. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren, damit ich weiß, was Überwältigen überhaupt genau ist. Ich glaube, gespielt habe ich sowas schon. Und den Effekt habe ich auch schon gekriegt. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher, was das für ein Effekt ist. Dafür habe ich das viel zu selten ausgespielt. In der Arena habe ich sowas schon mal in der Hand gehabt. Naja, ruft ein Eisenhau, Junges. Achso, ein Junges. Genau, 5-5 herbei. Er kostet 7-7 oder er hat 7-7 und
Sein Junges hat 5,5. Auch nicht schlecht. So, vernichtet ein Diener, kostet ein weniger für jeden Diener, den ihr kontrolliert. Okay. Viele, also wenn man jede Menge Wächtel draußen hat als Hexenmeister, dann ist die Karte ziemlich günstig. Was ist die maximale Anzahl, was man Diener auf dem Feld haben kann? Waren das 7? Müssen wir mal zählen nächstes Mal. Oh, Jäger, magnetisch und giftig. Da könnte man sich denn die Max alle auf die Hand packen. Aber jetzt haben wir halt jede Menge Wildtiere. Aber ein Jäger mit mechanische Karten, ja, geht auch, ne? Man kann auch einen Mix machen aus vielen, ne? Hier haben wir jetzt ganz viele Mix. Kampfschrei, ruf 2 Golembomben, 0,2 herbei. Genau, die kosten immer 0,2 und die sind auch sehr beliebt. Magnetisch. Magnetisch bedeutet halt, dass er sich verschmilzt mit den anderen zusammen. Das ist auch einer, ja. Ach, den hatten wir ja vorhin gehabt, ne? Genau, der hat einfach 5,1. Den haben wir sogar auf der Hand gehabt. Den haben wir mit der Karte gekriegt, die uns eine Karte mit 4 raussucht. So, wählt aus. Hier, das ist diese wählt aus, was ich gemeint habe. Entweder verleiht euren anderen Dienern 1,1 oder ruft 2 Trajan 2,2 herbei. Also alle anderen Diener sind, egal wie viele Diener du schon auf dem Feld hast, die kriegen alle 1-1 oder 2 Trians mit 2-2. Was ist denn besser? Das ist denn halt die Situation, kommt halt dann darauf an, ne? Auf diese Situation, wie viele Diener man drauf hat, wie stark die sind und so weiter und so weiter. Jeder Held legt eine Waffe, 2-3 an und erhält 6 Rüstung. Das ist gut. Also nicht nur gut für ihn selbst, auch gut für den Gegner, aber naja, was soll's, ne? Man hat eine Waffe und 6 Rüstung. Wenn man so hart am Arsch ist, dann kann man das machen. Fügt einen Diener und euren Helden 4 Schaden zu. Ja, dass man immer seinen eigenen Helden so Schaden zufügt, finde ich von den Hexenmeistern irgendwie nicht so schön. Seelenbombe. Aber man hat dafür einen anderen Diener weggeholt, wenn der nur 4 Leben hatte. Maximal. Hier haben wir die gleiche nochmal. Also haben wir die schon mal doppelt im Deck. Eine Sammlung. Entdeckt ein Geheimnis für einen Jäger. Mein Jäger hat keine Geheimnisse. Doch, schon, aber ganz, wenn dann ganz wenig. Kann nur angreifen, wenn ihr in diesem Zug einen Zauber gewirkt habt. Okay. Den kann man auch zum Schweigen bringen, dann fällt der Effekt sogar auch weg. Dann kann er sofort angreifen. Dann braucht man nicht mal einen Zauber wirken, obwohl eigentlich jedes Deck hat Zauber drin. Jetzt kommen wir hier nochmal zu ganz normale Standardkarten. Womit alles angefangen hat. Hier haben wir die nochmal, die können wir eigentlich austauschen. Dann haben wir die in Gold drin. Also besser ist sie dadurch nicht, ne? Nur Gold. Und es bewegt sich das Bild. Mehr eigentlich nicht. Ansonsten derselbe Effekt, dieselben Werte, dieselben Kosten. Schurke kostet 0 und lasst den befreundeten Diener auf eure Hand zurückkehren. Er kostet 2 weniger. Also für ihn selbst. Es gibt nämlich auch eine Karte, die den gegnerischen Diener auf der Hand zurückkehren lässt. Aber naja, Todesröcheln zieht eine Karte. Auch so eine Standardkarte, die jeder schon mal gesehen hat, jeder schon mal gespielt hat, der Hearthstone schon mal gespielt hat. Kampfschrei legt eine Waffe 2-2 an. Okay. Ja. Der Krieger ist ja mit seinen Waffen vertraut und... Genau, wer den Krieger spielt und keine Waffen benutzt, der weiß ich nicht. Der spielt den Krieger wahrscheinlich falsch. Kampfschrei setzt den Angriff eines feindlichen Dieners auf 1. Das könnte gut sein, aber im späteren Spielverlauf, wenn der Gegner halt schön viele große Karten ausspielt, dann könnte das vom Vorteil sein. Genau. Die letzte Packung und danach werden wir die Folge beenden. Hier haben wir einen Drachen, der kann nichts... mit Zaubern angegriffen werden oder Heldenfähigkeit auch nicht. Aber ansonsten eine ganz gewöhnliche Drachenkarte. Verstohlenheit kennen wir ja alle. Verstohlenheit ist, solange der verstohlen ist, kann er nicht angegriffen werden, bis er selber angreift. Das Leben eurer Diener kann in diesem Zug nicht unter 1 fallen. Zieh eine Karte. Okay, also
Wenn du die ausspielst, kannst du angreifen, jede Menge, und deine ganzen Diener überleben. Also wirklich überleben alle, weil egal wie viel Leben die haben, die können nicht unter 1 fallen, alles klar. Die können nicht sterben. So, damit wolltet. Genau, erhält jedes Mal einen Angriff, wenn ein Diener stirbt. Der hat aber immer nur 3 Leben, das heißt, nur der Angriff erhöht sich, das heißt, verwundbar ist er trotzdem, so wie er jetzt ist. Und die letzte Karte, eine, ja, die habe ich auch immer gerne im Deck, einfach nur so zum Start, die kannst du gleich ausspielen und sobald er stirbt, verursacht er gleich 2 Schaden. Auch wenn der Gegner seine Spottdiener und was weiß ich alle rausholt, er verursacht 2 Schaden, wenn er stirbt. Immer. Ist einfach so. Gut, damit haben wir die ganzen Karten geöffnet. Wir sind jetzt bei den fortschrittlichen Spielern mit bei. Hat ja auch lange noch gedauert. Das ist jetzt nämlich schon die Folge 41, müsste das sein. Genau, mit Folge 41 sind wir jetzt bei den fortschrittlichen Spielern mit bei. Aber wir beenden die Folge, weil wir sind schon längst über der Zeit. Da werden wir diese eine Karte nochmal reinnehmen, die diesen unaussprechlichen Diener herbeiruft mit 5-5. Ich glaube, das war das, was wir einfügen wollten. Ne? Ansonsten, ich gucke das alte mal durch und dann machen wir in der nächsten Folge, spielen wir den mit einer verbesserten Karte. Mal sehen, welche ich da rausschmeißen muss. Ich hoffe, ich mache alles richtig dabei. Und dann spielen wir ein gewertetes Spiel. Wir können sogar ungewertete Spiele spielen, falls man sich ein Deck erstellt hat, welches erstmal noch zum Test gespielt werden soll, weil jetzt überziehe ich noch mehr. Man kriegt Sterne und mit jeder Niederlage verliert man einen Stern wieder. Man kann wieder bis auf 25 runterfallen. Egal wie hoch man gekommen ist. Deswegen ist halt die Schwierigkeit hierbei. Und bei ungewertet wird halt nicht gewertet und dann verlierst du auch keine Sterne, aber dafür gewinnst du auch keine Sterne. Oder wenn man nur eine Quest erfüllen muss, die eine bestimmte Klasse betrifft, die man sonst nie spielt, dann kann man die auch über ungewertet machen und das zählt halt auch für die Quest, damit man die Quest gewinnt. Oder erfüllt. So. Dann habe ich das auch schon mal erklärt, falls das jemand wissen wollte. Aber jetzt wissen es alle. Alles klar. Gut, beziehungsweise alle die, die meine Videos gucken. So, das meine ich damit. Gut, der Shop ist mal geschlossen. Mal sehen, wie es morgen aussieht. Oder nächstes Mal. Morgen ist es ja gar nicht. Ich lade ja alle 2 Tage Hearthstone hoch, weil sich halt mit die Tage mit Assassin's Creed teilt. Naja, dann kommt nächstes Mal Assassin's Creed. Morgen. Also, wenn das Video hoch ist, morgen. Gut, dann schönen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.